So, wir kommen heute mal wieder zu einer Folge von Path of Exile und dass es endlich mal wieder weitergeht beim Krieg um den Atlas. Und ja, starten wir gleich direkt ins Spiel. Okay, also als nächstes stehe ich jetzt vor dem vierten Akt. Da werde ich dann auch gleich starten. Vorher will ich allerdings noch einen Versuch machen. Da muss ich allerdings erst nochmal anscheinend bei Zahn vorbeischauen, bevor ich das dann generell verwenden kann. Oder fehlt mir noch irgendeine Tür dazu? Weil dann kann ich nämlich meine erste Ascendancy machen und die Ascendancy Points aktivieren. Genau, also die Tafel ist eigentlich komplett. You stand before the gates of the Lord's Labyrinth. Okay. Within these walls, the Lady of Justice doth preside. She shall weigh your mind in one hand, your heart in the other. Should she find you wanting, death shall be your... The goddess is watching. Ascendancy sollten ja jetzt inzwischen etwas kürzer sein auf der ersten Stufe. The weary traveler draws close to the end of the path. Na, dann schauen wir mal. Slowness lends strength to one's enemies. Okay, die Statuen kriege ich nicht klein. Oh ja. Super. Failure is an illusion. Ja, da fehlt mir einfach das die Fernkampffähigkeit. Rise to the occasion. Im Moment habe ich irgendwie dem nicht viel auszurichten. Weil wirklich stellen kann ich mich dem im Moment ja auch nicht wirklich. Vor allem, wenn ich keine Mobs bekomme, kann ich meine Flaschen nicht aufladen. Ich verstehe gar nicht, dass es im Moment so schwer ist, den zu erwischen. Ich hätte eigentlich erwartet, dass ich da schon ein bisschen besser ausgerüstet bin, wenn ich schon ein paar Level drüber bin. Boah. Okay. Justice is served. Ja, also da werde ich noch erst später wieder reinschauen. Es gibt tatsächlich die erste Mal, dass ich zwei Abyss in einem Level habe. Naja, dann schauen wir mal, ob der zweite irgendwie besser funktioniert. Indem ich da schneller irgendwie zur Wehr setzen kann. Vielleicht hilft es ja, wenn ich die hier zwischendurch alle schon immer ein bisschen aufräume. So dass ich nicht alle auf einmal habe. Boah, Wahnsinn. Ich weiß auch, warum sie tun. Sie tun es ziemlich schnell. Okay. Tja, schade. Bin ich im Moment nicht gut vorbereitet auf die Abgründe. Das heißt, wenn er die falsche Kopie ist, kann ich dem noch einen zweiten Fluch verpassen und sehe dann, welcher von beiden der richtige ist. Das ist ja gut zu wissen. Oh, ein Unique. Und 3 seltene und 10 seltene Gegenstände. Ein kaum Gegenstand. Ach, der grüne Neune, da kommen dann wieder die ganzen Totems raus. Tja, wenn ich einfach nur drum rumlaufen kann, kann ich sie immer nur wieder anstecken.
hoffen, dass ich immer weit genug aus der Reichweite von diesem Explosionskreis komme. Nummer 2 ist weg. Leider noch nicht der mit den Explosionsteilen. Echt, ausgerechnet der bleibt am längsten. So. Sehr schön. Eine Kaori-Axt. Und mal gucken, ob noch was anderes Brauchbares dabei ist. Was hatten wir jetzt hier so viele, die überhaupt schon rumlaufen? Ich hatte sonst immer nur so eine Handvoll wiederbelebt. Naja. Zumindest habe ich ihn jetzt ja fast geschafft. Sin is the crack through which nightmare seeps. What was your sin, Vol? Pride? The beast knows that I'm here. Yes, beast. You have every reason to be afraid. As your terror grows, beast, so does my resolve. You will be the first of many to throw off Nightmare's shackles, Deshret. A king of swords is nothing if he cannot defend his crown. Ich hab's geschafft. Und oh, fast hast du mich jetzt klein gekriegt. Okay. Love was the blade that you turned upon yourself, Sword King. I stand within the tortured mind of Calm himself. Join your ancestors. Save your breath for the ancestors, Calm. You'll need it. Nightmare made real. Who is the wonder child now, Sion? Gleich bist du erledigt. Let's not make this a habit. It really hurts. I was always told to respect my betters. Not once did I ever consider taking that advice until meeting you. This twisting of flesh and life, both brilliant and insane. Siobhan. Now you are simply gorgeous. The world doesn't want your kind of beauty, Siobhan. Oh, exquisite. Be still. Nein. Art in motion. Art in motion. You have murdered an artist. I'm sorry, Malagaro, but I can be quite critical when it comes to art. So, die letzte Arena. Gleich ist es geschafft. Jawohl.
This was the only way to satisfy your appetite, Doedri. You could not be more perfect, sire. Tonight is up to us to commence one final act of creation. A single death that will mark the rebirth of an entire world. Now, exile! This is what I get for trying to be a bloody hero. Go on, then. I've played my part. I ask the difficult questions. Now it is for you to get the answers. Yep. I have the only answer I need, Piety. The beast dies. Now, let us see if you truly understand what it means to be Nightmare. Na komm, jetzt machen wir das letzte Stück an und fertig. Na? Hm. Poor Malachi. You spent 3 centuries fighting death, and in all that time, not once did you take the time to live. I was right to have faith in you, Cursebreaker. You have succeeded where we have failed. Ah, und jetzt geht's hier weiter. Der Aufstieg. Ich gehe davon aus, dass er eigentlich ein Schiff braucht, um nach Orea zurückzukehren. Und dass ich wahrscheinlich hier irgendwie zu einem Haken komme, aber ich wüsste nicht, wieso ich dafür eigentlich nach oben muss. Ein Resonator. Okay. Captain Tavares. Altitude is imperative to forging a stable connection with the prime resonator in Theopolis. Power source is equally vital. Locate a fissure in the mountainside and lower a conductive cable into it. The deeper, the better. It will take an immense amount of thaumaturgical energy to execute the successful disintegration and transmission of objects, both inanimate and animate, between Highgate and Theopolis. For that kind of power, we must tap the origin. I needn't remind you of the consequences should either of those elements prove deficient. That is why I would like you, Tavares, to be the first to test the resonator once it is operational. Accountability is a perfect counterweight to ambition. High Templar Dominus. Mhm. Das heißt, es gibt dann tatsächlich hier die Möglichkeit, sich von hier direkt rüberbeamen zu lassen. Das heißt, ich muss nicht per Schiff zurückreisen. Also dann geht's jetzt tatsächlich erst nach Oread in den 5. Akt. Tötet ein seltenes Monster mit einverleibten Schatz. Ey, du warst ein Treasure-Dingsbums. Ah, da ist ein Aufseher. Crow. Das ist tatsächlich der erste Gegner. Ach, die komischen Dinger waren von ihm.
Betrete den Turm des Aufsehers, okay. Hat jemand eine Treppe heruntergelassen? Ha! After everything I've done, it took an Oriathan to get these slaves up off their shackled asses and fighting. I guess the Templar should have treated their lessers better than their slaves, eh? Utsula Makora is what they call me. I'm what passes for a chief around here. Well, I put the steel in their hands. I tell them where to stab, where to run, where to die. If that doesn't make me a chief, what does, eh? An exile returned? How is that even possible? Rising out of the darkness to claim the souls of our enemies, like Hinekora in the stories my mother used to tell me. And thank you for finishing off that last overseer for us. I don't know what sort of mother could have birthed that land-loving whale, but we were lucky he wasn't here when we took this tower. He'd have spread us across the floor like butter on a piece of bread. Unlike these assorted ignorami, I'm not surprised to see you here. The beast is dead, all thanks to you, I suppose. I was listening to the beast's death rattles when these lunatics broke in, wrecked the place, and dragged me here to tend to their cuts and bruises. Farewell. Na dann, gibt's ja einiges zu tun. Also Schlüssel zur Freiheit. Tod der Reinheit. Hoher Tempel Avarius. Okay, Rechtsschwert der Kaktus, der Hohe Sprecher, des Mias Meter. Naja, aber alles geht weiter in die Richtung. Also, weiter. Du bist einer auf meiner Seite. Das heißt, ich finde hier Rebellen, die dann für mich kämpfen. Das sind Kreissägenblätter von diesen Händen, die die da wegschießen. And kindly stay dead. Ach, das ist schon das Miasmeter. Sonst hätte sie genauso Experimente wie Piety durchgeführt. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo ich jetzt weitermache, nachdem ich jetzt schon ganz gut mit dem Chaos-Schaden zurechtkomme, werde ich doch das hier unten weitermachen und dann tatsächlich hier auch die Chaos-Resistenz ein bisschen mitnehmen. Wobei nur den einen eigentlich. Da sind schon diese ersten großen Bilder. Mit den Göttern. Oh, eine Matriarchin. Hast schon wieder meinen Golem beseitigt. Das ist das Gerichtsgebäude, wo die von da oben dann die Strafe verhängt haben auf den Delinquenten, der da hingesetzt wurde. Aber von da aus kann er doch nie und nimmer nach oben gucken. Das ist also auch eine große Area. Von hier aus geht's nirgendwo weiter hin. Ist der fünfte Akt zu kurz?
Haarreinigung. Na super. Haben sie ihn verbrannt oder was? Na super. Und dann wundern sie sich, warum der sauer wird. Ach ja, ein Bruder-Zwist von Anfang an. Auf jeden Fall ziemlich große Areale, die sie hier im fünften Akt zusammengestellt haben. Und das ist jetzt die Arena. The world must be cleansed of impurity. Sich eine Weile hinziehen. Müssen wir halt einfach nur davon fernhalten. Wo ist man jetzt schon wieder hin? Rise! I am the Emperor! Na, prima. Ist er wahrscheinlich unsterblich. Okay, aber die sind auch nicht so schlimm. Okay. Jetzt hat er wieder vier neue. Rise! Burn! Solange ich schneller laufen kann als die komischen. Was? Okay, zweite Runde. Nochmal das Ganze. Jetzt kommt Blitzschaden. Bleib stehen. Achso, jetzt waren wieder die Kugeln. Meine Güte. Flammenkugeln. Nein. Jetzt lass mich in Ruhe damit. Brauche ich wieder keine Füllung mehr.
Stone. Also, Portal. Und wieder zurück. Das ist Nefarious. Ach, das ist der Dunkle. I am Sin, the Forgotten One. Would that humanity could forget all of my kind. Perhaps with your help, that might still come to pass. For now, the blinding light has been dimmed, and darkness floods in to fill the void. The desperate and depraved set a feast for their lord incumbent, Kitava, the Ravenous One. Should Kitava accept their invitation, there is but one thin sliver of hope for us all. My brother's sign of purity. Though I am a god, I have not forgotten my humanity. I care for that which I once was. Kitava remembers nothing and cares for nothing but his own hunger and greed. He is an endless pit of gnashing teeth and churning guts. While other gods rise on the mainland and fight for the meager scraps of what was, Kitava has the most fecund and formidable civilization of his age at his disposal. He can feed when he likes, and he grows ever stronger with each morsel. All of Ariath shall soon belong to Kitava, and if that happens, he will rise beyond even our reach. He lives, after a fashion. That pretentious little vessel of his served only to encourage his divine follies. I have procured him a more sensible host. One that should contain his excesses and temper that fragile ego of his. Hear this, brother. From mind of lead to heart of gold, your soul shall be bound, your wrath shall grow cold. Ah, ja. Die sind jetzt wieder getrennt. What in damnation have you done? You've destroyed him, and yet I hear the voice of innocence, begging for our forgiveness, asking for our help, you and I. I heard him the moment the High Templar fell, whispering inside my damn skull, his heart beating within my chest. You deserve recognition for what you have done. You've freed us from Templar oppression. Yet I fear you may have defeated the lesser of two evils. I can't yet begin to unpick the lies that Utula has told us, but this piece of truth I do have. Utula sensed that very moment when you struck your final blow, when you broke the Templar's power. He turned to me and told me this. Now our king comes to us. He'll be hungry, so very hungry. I shall prepare him a feast. I gave piety everything. Devoted my life to her work. What did that thankless bitch do for me in return? Left me here to polish her beakers while she pursued glory and rayclast. Oh. You killed her, did you? Likely as not, you'd have killed me too had I been there. In that case, perhaps we both got exactly what we deserved. Kitava has risen from whatever ethereal cesspit he's been hiding in for the last few millennia. So what let the cats out of their proverbial bags? I'm a scholar, not a prophet. Yet there's one occurrence that absolutely reeks with evidential causality. You killed the beast. As for innocence, I don't know. Sometimes he makes sense. Other times, he's a shattered god. But he'll heal. I'll make sure of that. Lani's told me a little about Utula and his cult of Kitava. Enough to know what Utula's got planned. Bring about the fall of one god so he can raise up one of his own. And this Kitava,
from what fragments I can piece together from Innocence, he's not the benevolent kind. Das Zeichen der Reinheit. Okay, das ist dem letzten oben. Das heißt, die Abyss-Viecher stammen tatsächlich aus dem Spielbereich. Ah ja. Mal gucken, ob ich gegen den jetzt auch noch kämpfen darf. Nein, ich darf das gleich mitnehmen. Oh, da kommt er doch noch. Ach nee, das ist der andere wieder. An empire is nothing more than a standard pitched in the naked earth. The time has come for you to raise the standard upon the peak of false faith, the apex of Chittas Cathedral. Drive it deep into that sacred stone. Mark the death of a faithless empire. And slay the slavering kingdom that seeks to consume it. Oh, da haben wir ja gleich einen netten. Gleich einen Haufen Goldis auf dem Haufen. Kitava ist hier oben. Na prima. Das heißt, ich töte Kitava, bevor ich die Nebenmission erledigt habe. Oder er mich. Oh. Nett. Ah, ist ja nett. Das Ding hilft mir. Jetzt hat er beide Hände frei. Na super. Ja. Ich bin jetzt schon begeistert. Das wird eine Weile dauern. Es gibt bisher keine Kriegshand, den ich nicht aufladen kann. Okay, wonach richtet sich das? Das ist der Thomas Herz. Okay, jetzt kommt zumindest die Krebs, bevor er dann sein Herz wieder zurückholt. Boah, sind die stark. Okay, jetzt holt er sich sein Herz zurück. So, werden seine Attacken jetzt noch größer?
Okay, die nächste Erzgeschichte, jetzt mit drei von diesen Kämpfern. Nee, diesmal ist er wieder runtergeflogen. Okay, jetzt sieht er ganz wie Diabolo aus. Und er hat einen neuen Angriff. The flame of hope may flicker, but it cannot be extinguished. Ach, so. Die Seelen kosten Bewahrung. Ach so. Ah ja. So wird also das Ganze dann erklärt, wie diese Resistenz-Mali da zustande kommen. Sehr nett. There is no shame in falling to a god. Shame lies only in refusing to rise again. You shall soar. That much I'm permitted to foresee. You shall ascend to the peak of your loftiest mistake, and from there you shall pluck a single surviving hope from the jaws of immortal despair. A ship sails for Lion Eye's Watch, not far from here. Be on it. Kitava kann gar nicht mehr vernichtet werden, zumindest nicht im fünften Teil oder fünften Akt. Utula muss noch gekillt werden und die Nebenquest erledigt. Naja, gibt noch ein bisschen was zu tun, bevor ich Feierabend mache. Ach, du bist es für das Schiff verantwortlich? I'm Captain Lily Roth, and we sail for Rayclast. Better to live in exile than die on this psychotic bonfire of an island. You want to make it out of here? You better get on board. But make it quick, so I ain't got time for tears and regrets. Kitava is a primal deity, forged from the most fundamental of human desires, hunger. The simple act of craving that which we cannot yet consume. To defeat Kitava is to squeeze the very heart of human nature into stillness. Ah, da ist er. Er brennt, er steht in Flammen. Nee, auferstandene Matriarchin. Achso, die Matriarchin habe ich vorhin schon gekillt. Die hat er jetzt wiederbelebt. Okay, gleich erledigt. Hat sie mich noch fast mitgenommen, das Biest. Also wo steckst du jetzt? Okay, da ist tatsächlich da hinten in der Ecke, wo vorher die Zivilisten gewesen sind. You think our vengeance was done, Savior? Oh no, it has only begun. Hat sich aber ganz schön verändert. Puder, Stein und Stahl. Aha. Bin ich ja mal gespannt, wie viele Phasen der hat. Mehr nicht, eine Runde nur. Dann holen wir jetzt die Relikte und dann holen wir uns die Belohnung. Das sieht aber schön verziert aus. So einen will ich für mein Hideout auch haben. Der Kiefer. To replace the feast of birds that Kitava had greedily consumed, to Kohama, our father of war, and Valako, father of storm, went fishing. But while they fished, Kitava grew hungry and secretly ate all of their bait of grubs and worms. Disgusted and angry, Tsukuhama and Valako decided to use Kitava as bait instead.
Valakor used his own jawbone as a hook, impaled Kitava on it, and cast both into the sea. Kitava sank to the bottom of the sea, but instead of the fish eating Kitava, it was Kitava who ate all of the fish that nibbled at him, flesh, scales, guts, and all. When Tsukuhama and Valakor hauled a fat-bellied Kitava back up from the sea, they were even more furious and knew that Kitava must be punished one final time. Aruhongui, daughter of the moon, was preparing for a feast to celebrate Tsukuhama's return from his war on the first ones of the Ezomites. Tafor, son of the forest, asked each of the birds to sacrifice one of their kind for the feast. Seeing all of those plump birds cooking made Kitava very hungry, and he offered to watch them to make sure they didn't burn while Aruhongui rested during the heat of the day. Aruhongui thanked Kitava for his kindness, but while she slept, Kitava ate the cooking birds, flesh, bones, gizzards and all. When Tsukuhama arrived home in his mighty canoe, Aruhongui asked him to punish Kitava for his selfish gluttony. Tsukuhama, our father of war, agreed and pulled the sharpest tooth from his own mouth. He then asked Aruhongui and Tafor to hold Kitava fast while he cut Kitava's face with the tooth. Two slashes that blinded Kitava and formed a bleeding cross upon his face. Ah ja, das erklärt zumindest auch das Kreuz von vorhin. So, und dann jetzt zum Abschluss das letzte Relikt. Tsukuhama, our father of war, and Valakor, father of storm, took Kitava to Hinekora, mother of death. They asked her to kill the greedy Kitava, for surely their tribe would starve if Kitava continued to live among them. But Hinekora refused, for death would not teach Kitava the lesson he needed to learn. Instead, Hinekora beat Kitava with a whip woven of her own hair. To Kitava, each strand was a searing lash, and so he wore thousands and thousands of blistering lashes across his back as Hinekora drove him relentlessly into the darkest corner of the underworld. Not all slaves believed Utula's lies. Some I know have managed to steal a ship and are soon to set sail for Namakanui. Hopefully, with these treasures on board, Valakor will bless their voyage and breathe deeply into their sails. No, I'm not going with them. I helped bring this curse down upon Oriath, so I'll help save what little there is left to save. Here, take something, in thanks for your part in preserving the Karui Way. Auf jeden Fall für heute werde ich erstmal Feierabend machen. Hab jetzt den fünften Akt soweit durch. Beim nächsten Mal segel ich dann in die, ja, in Teil 2. Bin ich sehr gespannt dann, wie das Ganze weitergeht. Das heißt, die Götter sind jetzt erwacht und treiben Ionenwesen. Und beim nächsten Mal werde ich mir dann anschauen, was sie alles an Unheil schon angerichtet haben. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!